Herzlich willkommen bei Top 5. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du dich für den SV Ried interessierst, bist du hier genau richtig. Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht zu abonnieren und es zu teilen. Und bevor es losgeht, am Ende kommt noch ein kleines Gewinnspiel. Viel Spaß! Vereinsinfo. Am 5. Mai 1912 setzten sich einige Rieder Sportfreunde zusammen, um im Gasthaus Merzendorfer die Sportvereinigung Ried zu gründen, den viertältesten von Oberösterreich. Aktueller Trainer ist Lasser Czabi. Ried spielt in der Keine-Sorgen-Arena mit einem Fassungsvermögen von 7680 Plätzen, wo meistens eine gute Stimmung herrscht. Die größten Erfolge sind österreichischer Cupsieger 1998 und 2011, Vizemeister in Österreich 2007 und die Teilnahme am Playoff der Europa League. Kuriose Trainerbeschaffung. Einmalig im österreichischen Profifußball dürfte die Trainerbestellung des aktuellen Trainers Lasser Czabi sein. Der Austria-Lustenau-Präsident machte den Deal während einer Pressekonferenz klar. Seht selbst. Ja, das hängt auf einen Anruf gewartet, vielleicht ist er das. Ist es jetzt? Alles was ist es noch? Inszeniert. Ja, Nagel. Hallo, Herr Dachsel. Ja, ist gut. Ist wirklich inszeniert. Ja, nicht ganz. Na, ja, nicht. Ich habe ihm sie nicht erteilt. Ich habe gesagt, unter welchen Bedingungen. Und die. Nehme ich an, hat er euch gesagt, und wenn das passt, ja. Und sonst habe ich. Das wäre aber ein großer Fehler, dann müssen Sie mit ihm reden. Ich habe gerade die Pressekonferenz die Sekunde eröffnet. Und ich muss denen sagen, ob er jetzt bei euch ist oder nicht. Bitte das abzuklären. Ich mag jetzt vor den Leuten nicht über Summen reden, aber ja, jetzt reden Sie da und dann geben Sie mir Bescheid und sagen Sie, ja, er ist Trainer oder er ist im Auto nach Lustenau. Okay? Danke, bis bald, ciao. Also. Ja, Nagel, ich danke für diesen unglaublichen Moment in meiner Sportjournalistik. Legenden. Wer hat welche Rekorde in der Bundesliga? Rieds höchster Sieg in der Bundesliga war gegen Wiener Neustadt 2014 mit einem 6:0. Rekordtorschütze ist Herwig Drechsel mit 85 Toren in 334 Spielen, davon 25 vom Elfmeterpunkt, ebenfalls Rekord. Am meisten Eigentore erzielten Thomas Burgstaller und Thomas Reifelshammer mit jeweils 3. Rekordspieler ist Oliver Glasner mit 410 Spielen. Fun Fact: In der sogenannten ewigen Tabelle, hier werden alle gesammelten Punkte in der Bundesliga zusammengezählt, rangiert Ried auf Platz 9, knapp hinter LASP und vor Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher also unter sich. Jugendarbeit. Ried beherbergt die Fußballakademie Oberösterreich West, welche die Nachwuchsgruppen beginnend ab der U15 bis zur U18 und der Amateurmannschaft spielt in der Oberösterreichliga betreut. Das Besondere an dieser Fußballakademie ist, dass die Nachwuchsspieler auch eine Schulausbildung bekommen. Dafür wird mit verschiedenen Schulen der Stadt Ried im Innkreis kooperiert, insbesondere mit der Sporthandelsakademie Ried. Ausblick. Die Rieder stehen vor einer sehr schwierigen Saison 2017-18, haben einige Stützen verloren, Trauner, Nutz und Möschel sind bereits fix weg, haben zudem mit Verletzungspech zu kämpfen, Ziegel ist nach einem Kreuzbandriss erst 2018 wieder dabei. Im Zuge der Ligareform in einem Jahr sollte es aber auch mit einer jungen Mannschaft und der nötigen Kontinuität möglich sein, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Das Besinnen auf die alten Tugenden wird für die Wikinger hierbei sehr, sehr wichtig sein. Ich glaube daran, dass sie es schaffen. Nun zum Gewinnspiel. Da es um den SV Ried geht, kannst du 2 Tickets für ein Heimspiel deiner Wahl gewinnen. Wie du mitmachen kannst? Du musst meinen Kanal abonnieren, das Video liken und in die Kommentare schreiben, welches Spiel des SV Ried du gerne sehen möchtest. Das Los entscheidet danach. Teilnahmeschluss ist der 23. Juli 2017. Viel Erfolg!
Abschließend möchte ich dir noch den Kanal Real Talk Now empfehlen. Link findet ihr in der Beschreibung unten. Das sind sympathische Jungs mit einem kritischen und einem lachenden Blick auf den österreichischen Fußball. So, lieber Zuseher, liebe Zuseherin, das war's. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile es mit deinen Freunden, lass mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das Abo hat übrigens den Vorteil, dass du nichts mehr verpasst, also abonnieren. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!